Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in Rostock bei der Firma Mechanics Deluxe. So sieht unser T6 aus. So könnte er aussehen. Dezenter Unterschied. Heftig, was dann doch ein Fahrwerk ausmacht. Aber ich kann euch sagen, drinnen wird es noch krasser. Wir haben nämlich tatsächlich heute mal wieder einen Bus ausgegraben mit richtig Leistung. Was verrate ich euch? Erstmal gar nichts. Ich würde sagen, wir steigen erstmal mit einem kleinen Porn ein und dann stelle ich euch das Auto von Krischi genauer vor. Ja, schön, dass es endlich geklappt hat. Wir haben das ja schon länger probiert, dieses Fahrzeug zu verfilmen. Ich glaube, mittlerweile bestimmt ein halbes Jahr oder so. Waren wir bestimmt ja, schon fast 5-6 Monate war der erste Nachrichtenverlauf. So, weil ist eigentlich genau mein Ding. Ich habe schon ein bisschen geguckt, bin positiv überrascht. Auf jeden Fall schon mal, hab da wirklich richtig krass gebaut, das Ding. Danke. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Original ist eigentlich gar nichts mehr. Kann man so definitiv eigentlich sagen. Ne? Ja. Ich würde sagen, lass mal hier von vorne, wenn ihr so ein bisschen aus der Perspektive darauf gucken, dass die Leute auch gleich schon mal so ein bisschen was sehen. Was für eine Basis war das überhaupt irgendwann mal? Die Basis war eine Doppelkabine, in Fachkreisen auch Doka genannt, mit so einer Ladefläche hinten drauf. Wurde mal angeschafft von uns für ganz schmales Geld, um unseren Bau hier zu bewerkstelligen, also Pflastersteine zu holen und Betonsäcke und was ich was. Hatte auch nur 480.000 gelaufen und waren 15 Dieselmotor drin, 200 Liter, 131 PS. Das war so die Basis. Die Pritsche sieht natürlich nicht so aus. Genau. Das ist eigentlich normalerweise alles, wenn Blinden am besten mal so ein Bild von so einer Doka-Pritsche ein. Die Seitenteil gibt es da eigentlich gar nicht, ne? Genau. Also wir haben quasi Folgendes gemacht. Wir haben uns gedacht, Pickup wäre ganz cool mit diesen Alu-Ladebordwänden, das ist nicht so schick. Und haben uns dann vom Verwerter ein Multivan oder ein T5 Multivan geholt mit zwei Schiebetüren, leider, komme ich noch dazu. Haben das Ding dann hier einmal abgesägt und ganz viel gesägt innen drinne, damit das Ding irgendwann über den Leiterrahmen passt. Und haben uns dann angefangen halt einen Rahmen zu bauen, dass die Pritsche halt auch wie original auch gehalten ist auf dem Leiterrahmen. Dieser Leiterrahmen ist bei einer Pritsche anders als bei einer Multivan und Karavelle? Genau. Weil also den gibt es da eigentlich bei der Multivan und Karavelle gar nicht. Das ist mit in der Karosse richtig mit drin. Genau, die haben eine selbsttragende Karosserie und hier kann man sagen, ist das bis hier selbsttragend und hinten ist halt so eine richtige Rahmenbauweise. Ah, siehst du, jetzt kommen wir nämlich der Sache schon näher. Das heißt, wir reden jetzt eigentlich davon, das war eigentlich mal eine Doka und das war eigentlich mal ein Multivan. Genau. Und jetzt ist beides aufeinander. Genau. Cool. Kann man so sagen. Die Idee, wenn man jetzt... Man würde jetzt wahrscheinlich denken, wir haben einfach hier abgesägt, da abgesägt. Das Problem daran ist, weil wir einen selbsttragenden Rahmen haben oder ja nicht haben beim Multivan, würde das halt nicht gehen, weil das Auto dann ja quasi den machen würde. Deswegen haben, Das heißt, die andere Variante wäre sonst nur gewesen, wobei, nee, es gibt ja trotzdem nicht die Version als Doppelkabine. Also selbst wenn du jetzt einen Multivan genommen hättest als Beispiel oder eine Karavelle und hättest dich hier so weggesägt, dann hättest du ja trotzdem diese Türen so hier gar nicht in dem Moment. Genau. Mütze die Tür hättest du so reinmachen. Eine halbe Schiebetür hätte man. Wie lange seid ihr jetzt hier schon dran? Also ziemlich genau 2 Jahre. 2 Jahre erst? Vor zwei Jahren haben wir den Entschluss gefasst und dann, ich hatte halt das schon mal, man muss dazu sagen, es gab es auch schon mal in England. Ich hatte das immer mal gesehen und habe so gedacht, oh, ganz cool, weil auch mal die Überlegung war, einen Trailer zu holen für den Bau. Da habe ich gedacht, oh, jetzt mal lieber einen Doka holen, dann haben wir wenigstens nochmal einen Grund irgendwie für ein unsinniges Projekt. Und das ist dann dabei rausgekommen. Auch genauso als Doppelkabine und hinten, ich sag jetzt mal Multivan-Pritsche. So hast du schon mal gesehen gehabt. Ja. Von hinten sieht das Ganze nämlich gleich viel witziger aus, weil von hinten fällt das mehr auf, dass es eigentlich nichts mit einer Pritsche zu tun hat. Genau. So, weil das sieht ja wirklich so aus, als wenn der Multivan hier einmal abgesägt ist. Ne? Genau. Und dazu kommt auch noch T6.1 hinten komplett. T6. T6, genau. Okay. Ja. T6.1 wäre jetzt wo der Unterschied? Weil ich habe ja selber einen, aber ich überlege gerade, wo... Prinzipiell das Gleiche, aber die Rückleuchten sind anders. Mhm. Das war's. Okay, also hier steckt wirklich das ganze Häuschen auf diesem Leiterrahmen drauf. Ja. Das heißt, sowas hier, die Innenradläufe? Die sind noch Serie. Das ist Serie, das ist okay. Noch vom Multivan, genau. Man kann sich vorstellen, wir haben quasi hier rumgesägt. Hier außen rumgesägt einmal. Das war alles weg. Dass wir quasi nur das Ding rüber gesteckt haben, uns ausgehöhlt haben, die Karosse als solches... Und haben dann einen Rahmen gebaut, also quasi Profile, die von hier nach links, nach rechts gehen, die auf dem Leiterrahmen aufliegen. Serie heißt für dich Serie Multivan? Genau. Okay. Ja. Krass. Ja, wir werden uns das bestimmt gleich von unten auf jeden Fall nochmal angucken.
Genau. Ja, okay, das heißt, ihr wolltet die Pritsche haben wegen dem Leiterrahmen, weil das Ganze so stabil ist, dass man das überhaupt so im Aufbau hinbekommt, ne? Ganz genau. So, aber jetzt sehe ich schon, dass ihr euch mit Thema Heckklappe auch noch ein bisschen was überlegt habt, weil die soll ja wahrscheinlich auch irgendwie aufgehen, ne? Ja. Das war tatsächlich der Knackpunkt, also der ganz große Knackpunkt an dem ganzen Projekt. Ich wollte es halt haben, dass die Heckklappe aufgeht wie beim Pickup. Mhm. Es würde mehrere Möglichkeiten geben. Man hätte auch eine Klapptür nehmen können, das wäre bedeutend einfacher gewesen. Ich habe mich aber dafür entschieden, weil ich es einfach witziger fand. Und das sieht halt optisch auch zehnmal krasser aus, oder? Ja, cooler aus. Das war halt auch wirklich, also die Heckklappe, glaube ich, alleine 2 Wochen. Mhm. Bis das so halbwegs, dann musste ich auch Scharniere finden, die Heckklappe, das kann man auch schön sehen, diese relativ kleiner Spalt, Scharniere finden, die Heckklappe erstmal ein Stück hochheben und dann erst aufklappen, dass man nicht immer in die Stoßstange reindrückt. Mhm. Okay, das heißt, wir können die jetzt aufmachen? Ja. Haut man sich bei, jetzt wo du gesagt hast, erst ein bisschen hochheben. Ja, dabei geht die schon tatsächlich ein bisschen hoch. Okay. Genau, die Scharniere selber haben die Eigenschaft, ne? Mhm. Weil das halt, wie man sieht, Motorhaubenscharniere vom T5 sind. Witzig. Amarok-Fangwände. Jetzt darf man halt dazu nicht vergessen, dass das halt alles nicht so gedacht war, ne? Weil eigentlich geht die Klappe natürlich nach oben auf. Genau. Das heißt, diese ganze Aufnahme gab es gar nicht. Genau. Das habt ihr erstmal alles passend gemacht, ne? Genau. Dann natürlich auch genauso die Aufnahme hier an die Klappe dran. Genau. Also in der Heckklappe ist nochmal ein kompletter Rahmen eingeschweißt. Die habe ich aufgetrennt, abgenommen das Teil und innen drin quasi einen Rahmen aus Profilen geschraubt, damit es auch stabil wäre. Also rein theoretisch kann man jetzt hier auch aufsteigen. Krass. Und das alles in 2 Wochen? Dann müsst ihr aber schon Gas machen immer, ne? Ja. Andere hätten da jetzt so 2 bis 6 Monate gesagt. Oder? Nee, 2 Wochen war das ziemlich genau. Okay, so. Weiter im Text. Sieht extrem nach Luftfahrwerk aus. Genau. Also da kommen wir ganz am Ende, würde ich sagen, wenn wir das Auto gleich mal hochheben zu. Mhm. Okay. Das heißt, das ist auch Multivan? Genau. Also alles Multivan, genau. Das aber nicht Multivan? Nee. Das ist dann von euch angepasst, weil der Boden einfach für diesen Leiterrahmen höher sein musste. Genau, weil der Boden ist quasi hier und der Leiterrahmen baut genau um die Höhe auf. Das heißt, ich musste halt den Boden nach hier hin versetzen. Da haben wir dann selber Bleche gebaut, darunter sind auch nochmal gesickte Bleche für ein bisschen mehr Stabilität. Ja, ja. Weil wenn wir da mal nochmal einen Baumarkt wollen und einen Zementsack holen, dann... Ah ja, mache ich auch immer bei einer Carbonplatte. Soll ja auch ein bisschen stabil sein, ne? Krass, okay. Ja, ich sag ja, das Auto kann irgendwie alles, ne? Also, weil hier steckt ja richtig Karosserieball drin. Ja. So, und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Teil. Machen die mal wieder vorsichtig hier zu. Okay, die hat natürlich auch... Gewicht. Was wiegt das Auto ungefähr? Das weiß ich nicht. Aber das finden wir halt vielleicht noch im Laufe des Tages raus. Also das nächste Auto muss er wiegen. So, jetzt kommen wir nämlich zum spannenderen Teil. Also was der spannendere Teil ist. Ich persönlich auch als angehender Karosseriebauer mit Marius immer so, finde es schon höchstgradig interessant. Weil es halt wirklich, um so ein, ich sag jetzt mal, Fahrwerk einzubauen, braucht man immer so ein bisschen Schrauber-Talent, sage ich jetzt mal. Ne? Aber um so einen Umbau durchzuziehen, da brauchst du ja definitiv schon mal ein bisschen Erfahrung. Weil zweimal abgeflext ist immer noch zu kurz halt. Ne? Muss man ja schon im Vorfeld so ein bisschen wissen, wo man anfängt zu flexen, um so ein bisschen die Bezugspunkte zu haben. Ne? Mhm. Und dann auch noch es durchzuziehen. Ne? Weil das ist halt schon gute Arbeit alles. Ne? So, jetzt kommt allerdings der interessante Teil, warum wir eigentlich hier sind. Boah. Ist doch tatsächlich mal ein Auto, wo er den Turbolader recht einfach tauschen kann am Ende, ne? Wir sehen hier R32 Motor als Oberbegriff. Ist wahrscheinlich auch eher ein R30 wieder. Oder auch ist ein echter R32. Ist ein echter R32. Ja. Wahrscheinlich auch in dem Bus ganz cool mit dem Hubraum, ne? Das war so die Andacht auch. Mhm. R32 Turbo Allrad. Genau. Krass. Schalter. Ja. Wie bist du auf diese Idee gekommen, sowas in so eine Pritsche zu bauen? gute Frage. Also da muss ich mal ganz klar sagen, die Schuld hat Matze. Also mein Kollege, habt ihr ja schon kennengelernt. Der übrigens einen wunderschönen Golf 4 R32 Turbo da stehen hat. Ganz genau. Wir haben das so parallel angefangen. Also das sind halt so unsere Privatprojekte, die wir so nach Feierabend eigentlich größtenteils gemacht haben. Matze hatte gerade damals von Kompressor auf R32 Turbo getauscht. Mhm. Und hat dann hier mir so reingeguckt und sagt so, Mensch, du mit deinem Klappermotor und so weiter. Dann habe ich mal ein bisschen abends gegoogelt und habe dann rausgefunden, Mensch, gibt ja auch T5 mit einem 3-2er. Ja, geguckt. Ich sage, Matze, ganz ehrlich, wir bauen auch noch einen R32 Turbo ein. Ja, Matze natürlich Feuer und Flamme, weil er halt das auch genau seine Baustelle ist. Ja, haben wir Motor gekauft und haben dann die VW quasi die Halter alle original nachgekauft. Der Motor hing auch relativ zügig drin. Dann haben wir eine Krümmerlehre gebaut für den Krümmer, der ist halt auch... Mhm.
wie sagt man heutzutage, custom-made. Mhm. Und ja. Hätte mich jetzt auch extrem gewundert, wenn es für einen T5 R32 Turbo für deinen Turbolader auch noch einen Krümmer gibt. So ja. Ungefähr, ne? Aber dass ich es richtig verstehe, das alles war schon, du hattest die Idee, diese Pritsche zu bauen und dann kam die Idee, den Motor zu bauen? Genau, oder beides genau. Zusammen? So? Nee, das kam hinterher erst. Also hättest du auch einen anderen Motor gebaut, sonst auch einen kleineren? So. Ja. Cool. Aber so ist cooler. Ja. Also letzten Endes, mitten im Projekt haben wir halt so gesagt, ganz ehrlich, jetzt ist eh zu spät. Mhm. Also irgendwas Sparsames wurde das jetzt eh nicht mehr. Und dann haben wir gedacht, ziehen wir halt durch und haben halt versucht, so alle Facetten so mitzunehmen. Mhm. Und jetzt kommt die interessante Sache, der Motor, weil du sagtest, Halter gekauft, passt theoretisch 1:1 hier rein, weil es den Original auch in einem T5 Multivan gab. Genau, praktisch auch. Problem wiederum, das einzige Problem daran war das Getriebe, weil die Busse halt diese originalen 3.2er relativ selten gebaut worden sind, ein Getriebe zu kriegen. Wenn dann für utopisch viel Geld. Und tendenziell wurden die wahrscheinlich auch mehr als DSG damals schon ausgeliefert, oder waren das mehr Schalter? Ich weiß, ein Kumpel hatte mal einen als DSG tatsächlich. Also das waren alles Wandlerautomatik, glaube ich, die echt? 3.2er. Und davon gab es, wie gesagt, relativ viele, aber als Schalter waren es relativ wenige. So, wir hatten aber jetzt 2,5er TDI liegen und ein 6-Gang Schaltgetriebe, was ja Dieselgetriebe, sagt man ja nach, dass die relativ fest sind. Und ja, Glocke bestellt, Getriebe auseinander, die 3,2er Glocke rein, zusammen. Ah, das ging, man konnte. Genau. Und schon hatten wir halt ein relativ lang übersetztes, relativ standfestes Getriebe. Für die schmale Marie, sag ich mal. Kurze Off-Topic. Weißt du, ob die 2,5er Glocke, also ob man das auch umdrehen könnte, ob man theoretisch die 5-Zylinder Glocke an das DSG-Getriebe machen könnte, um dann quasi ein DSG an den 5-Zylinder zu flanschen? Passt nicht. Das geht nicht, so rum geht's nicht. Schade. So, okay. Dann hing also der R32 Original hier theoretisch drin und dann ging es erst richtig los. Genau, dann haben wir halt geguckt, Ladeluftkühler und so weiter und so fort und haben dann halt gemerkt, Krümmer war relativ eng, gerade wegen dem Ölrücklauf. Da haben wir relativ lange gedoktert. War das allererste, was ich gleich gerade schon gesehen und geguckt habe. Man darf, guck mal, hier sitzt der Ölrücklauf, das heißt, das Öl muss ja irgendwie aus dem Turbolader wieder zurücklaufen. Das ist eigentlich ja direkt auf dem Turbolader, muss aber bis in die Ölwanne wieder zurück. Ne? Genau. Da haben wir halt jetzt lange gedoktert, dass wir auf jeden Fall ein Gefälle drin haben und nicht so viel Gegendruck uns da irgendwie künstlich einbasteln. Das haut aber ganz gut hin. Also die ersten Testfahrten haben wir ja erfolgreich hinter uns. Mhm. Dann gab es seitens Matze halt auch Erstaunen, wie viel Platz auch in so einem T5 ist. Also Ladeluftkühler hätten wir eigentlich auch dreimal so groß nehmen können. Vor allem, was ich feiere, man sieht wirklich gar nichts. Ne? Nö, sieht aus wie ein Serienbock. Ja. Zumal der Original hat ja auch einen Ladeluftkühler gehabt und der hängt auch genau hier. Ne? Mhm. Der baut jetzt ein bisschen größer auf. Aber. Und das ist jetzt hier so ein 600x400 oder so, ne? Würde ich mal so vom Augenmaß her ungefähr sagen. Das kommt hin. Krass, sogar mit Klimaanlage drin, sehe ich? Ja. Den Anspruch hatte ich. Ich wollte unbedingt eine Klimaanlage haben. Weil es ja ein Daily ist, ne? Fährst ja jeden Tag mit. Spätestens. Beton holen. Spätestens als Matthias hier sein. Weil wir hatten die Erfahrung gemacht bei Matze seinem R32, dass das relativ früh gestopft hat, die Einlassseite. Mhm. Deswegen halt auch der männliche Durchmesser. Und dahinter kommt ja direkt die Klimaleitung raus. Und da habe ich dann gesagt: Gut, das machen wir anderer. Wurde verschoben, das Klimaprojekt. Ah, okay, verstehe. Also vorne ist aber theoretisch schon drin. Es geht jetzt alles. Wirklich nur noch so. Es gibt nur die Leitung fehlen. Wir haben innen auch den ganzen Wasserkasten umgebaut. Also ist alles schon auf Klima umgerüstet. Wie ist das sonst so mit R32-Teilen? Wie weit passt das? Also R32-Teilen im Sinne von, konntest du jetzt so eine R30-Turbo-Brücke nehmen und die passt ja auch einigermaßen. Genau. Das geht alles. Genau. Also von der Tiefe her geht das auch vom Bau rum. Das Einzige ist lüftermäßig, hat das nicht gepasst mit der originalen Lüftwerkzeige. Das wollten wir eigentlich unbedingt. Haben dann aber auch 2 Spalllüfter genommen und funktioniert auch. Wie schrauberfreundlich ist das Ganze jetzt so? Also schraubst du, angenommen, jetzt Motor würde kaputt gehen, geht das gut raus? Also dadurch, dass es ein T5 ist, will jetzt nicht zu weit durchhauen, aber ich sag mal 2 Stunden ist der Motor raus. Krass, okay. Also auch wahrscheinlich komplett ganze Front ab und dann wahrscheinlich rausziehen. Genau. Einzige Problem ist halt mit den Flüssigkeiten und so weiter. Das haben wir jetzt bei unserem nächsten Projekt da nicht. Da wollen wir eine E-Servo einbauen, weil der halt keine angehängte Servopumpe hat, der Motor. Und, Das heißt, wir reden auch davon, komplett gemacht. Kolbenpleu, Motor. Nee. Da kommen wir wieder zum Punkt. Ich hatte mir so gesagt, das Projekt verschlingt ja an sich relativ viel Kohle. Und da haben wir dann gesagt, ganz ehrlich, wir machen einfach eine Low-Budget-Version, lassen Kolben so, haben einfach nur Lagerschalen gemacht, kürzere Pleuel und eine Zwischenplatte. Und so fahren wir jetzt. Okay, achso, aber Pleuel sind immerhin kürzere drin. Genau. Okay. Ja, das ist ja bei den Motoren eigentlich schon immer die halbe Miete so ungefähr. Ne? Okay. Einfach um mal zu gucken, was da so geht. Weil das Ding ist, letzten Endes, man informiert sich ja im Internet oder auf irgendwelchen Foren und so weiter. Jeder erzählt was anderes. Wir wollten einfach jetzt selber austesten, wie weit kommen wir mit dieser Low-Budget-Version. Der zweite Motor, den haben wir hinten schon stehen.
dann kommt der halt rein, aber einfach mal zu gucken, was geht original. Einfach mal Erfahrung zu sammeln. Aber für Low Budget habt ihr das dann auf jeden Fall extrem sauber durchgezogen bis zum Ende. Danke. Weil, noch habe ich nichts gesehen, was mich jetzt irgendwie, was mich irritiert so ungefähr. Ne? Low Budget muss man auch dazu sagen, man kann natürlich für den Motor extrem viel Geld ausgeben, für die Innenausstattung extrem viel Geld ausgeben, aber so im Ganzen haben wir halt Im Ganzen hast du halt einfach alles gemacht. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Ja. Kommt noch einiges. Okay, aber Turboladermäßig ist das ja eigentlich schon so die 1000 PS Liga, ne? Ja, also Borg-Warner S300 ist das. Mhm. Man muss dazu sagen, das ursprüngliche Ziel waren 500 PS von der ganzen Geschichte. 500? Ja, das war so das ursprüngliche Ziel. Als wir dann auf dem Prüfstand, waren, da kam dann so der Wahn durch und dann, einmal geht noch und irgendwann hatten wir dann 671 PS erreicht und dann war das so, dass die Ventile ein bisschen geflattert haben und dann haben wir gesagt, gut, wir lassen das so. Ja, okay, aber 671 in einer Doka-Pritsche, Alt-Allrad? Kann man doch überall anbieten. Schon nicht schlecht, ne? Kann man machen, ne? Ja. Mit Turboladermäßig auf jeden Fall noch Reserven nach oben wahrscheinlich. Ja, würde ich schon behaupten. Steuergerät? Genau, Steuergerät haben wir eine Emo Black drin. Mhm. Damit sind wir eigentlich extrem zufrieden. Funktioniert auch alles so mit Tacho und alles so, passend angepasst bekommen, ne? Kennzeichen-Display haben wir noch nachgerüstet, einfach um die Abgastemperaturen halt ein bisschen besser im Auge zu haben. Ja, bin ich auch sehr zufrieden mit, haben wir ein großes genommen, was in die Lüftungsdüse reingepasst hat. Ja. Jetzt nochmal, gebaut habt aber alles ihr selber hier komplett. Also wir haben da tatsächlich alles dran gebaut, ja. Also von... Krass. Ja, auch. Weil dann seid ihr ja wirklich hier Allrounder, ne? Egal ob Karosseriearbeit, Motoren. Ja, da muss man auch wieder sagen, dank deines Channels, muss man ja leider mal sagen, oder nicht leider, aber muss man ja mal anmerken, hat man halt auch die Möglichkeit im heutigen Zeitalter, sich das alles ein bisschen anzueignen, und wenn es halt über Eigenstudien bei YouTube ist. Aber da haben wir halt auch, oder ich möchte mal sagen, speziell Matthias auch sehr von gezehrt, weil der sich wirklich jedes Video reinzieht. Und, das freut uns doch. Haben wir noch einen Bildungsauftrag erfüllt hier heute. Das ist auf jeden Fall ein Mehrwert, klar. Also ab morgen können alle Leute dann jetzt Doka 700 PS Pritsche bohren. Ja. So, wobei man muss auch dazu sagen, euer Maschinenpark ist schon gar nicht schlecht, ne? Also ja. Kann man schon ein bisschen was machen. Ersatzmotoren auch genug. Ja. So, Stück für Stück haben wir uns halt alles ein bisschen rangeholt, was man so braucht. Mhm. Schweißtisch war so das letzte und der Spotter, den haben wir jetzt ein bisschen zum Isolieren genommen auch. Mhm. Und zum Spotten natürlich auch, weil bei den ganzen Schweißnägeln an der Doka. Ah, das heißt die Thermoisolierung, das ist diese Hitzeschutzisolierung im Kummer, so habt ihr auch selber gemacht. Ja. Fehlt ja fast nur noch, dass er auch noch selber das Auto hier lackiert hätte. Aber das da sage ich nicht. Auch immer, braucht man Energie. Ne? Hey, da hab ich einen sehr guten Freund, Thomas. Mhm. Nochmal vielen Dank. Der hat mich da sehr doll unterstützt bei der ganzen Nummer und hat das auch relativ zeitnah durchgezogen, weil, könnt ihr euch ja vorstellen, an sich ist ja doch schon ein bisschen was zu machen an dem Auto, mit dem Aufbau und so weiter. Ja, klar. Vor allem gerade so ein Auto, Riesenflächen ist für so einen Lacker ja immer... Aber er ist halt Meister und das nicht von ungefähr. Ist das das Originalrot? Das ist ein Original-Tornado-Rot. Ich konnte mich erst nicht so richtig... Fährst du vielleicht selber, gut, dein Auto ist jetzt schwarz, das ist überschaubar, aber Rot gibt es ja auch 1000 verschiedene Farben und wir haben uns letzten Endes einfach für ein Tornado-Rot entschieden, weil das ja so für VW eigentlich... Weiß nicht, so Golf 3 GTI, glaube ich, waren die ersten, die das hatten. Finde ich auch cool. Ich habe kurzzeitig überlegt, ich bin ja so ein Fan von dem Misano-Rot, was auch den RS4 B5 immer war. Ja. Wäre mir aber auf dem Auto, glaube ich, zu hell. Also ich finde das schon cool, dass es ein bisschen dunkleres Rot ist. Es sollte halt so richtiges Rot sein. Ja. So, jetzt kommt nämlich die nächste Facette von dem Auto. Nachdem wir jetzt Leistung und Karosse haben, gehen wir nochmal einmal auf puncto Airride ein. Aber ich würde sagen, da fahren wir das Auto einmal hoch. Okay. Ah, was mir auf jeden Fall schon mal gefällt... Ist das selbst hier so Rahmen und so alles gepulvert, lackiert? Ne, gepulvert sogar, ne? Gepulvert. Ja, das machen wir eigentlich relativ oft bei irgendwelchen großen Umbauten, weil das Problem ist im T5, dass das das erste Teil ist, was gammelig aussieht. Mhm. Und einmal abpulvern und wieder ab. Du sagst Umbauten, das heißt, ihr bietet sogar auch richtig für Kunden an, sowas um Turbo. Genau, alles was so Airride ist, Turbo-Umbauten halt auch. Das heißt, wenn jetzt jemand so ein T5 als R32 hat, könnte er tatsächlich hinbringen und dann Turbo wieder abholen? Ja. Cool. Ganz genau. Oder theoretisch auch einen anderen Motor bringen und halt ihr baut den Motor sogar auch noch ein. Ja. Okay. Also T5 ist halt, sind wir uns halt gerade so ein bisschen am Spezialisieren, dass man da halt ein bisschen fitter wird noch in dem Thema. Und, ja, hier sieht man jetzt so ein bisschen doch einen Unterschied zwischen Bus und normalen Auto, dass das ganze Getriebe so ein bisschen runterläuft. Genau. Ne? Dass der Winkel so ein bisschen anders ist und hier dann der Winkeltrieb dran sitzt. Was du vorhin schon hast mit dem PRSI. Ja.
Okay, krass. Ja, so. Hier kann man nochmal schön, Philipp, entschuldige, ich unterbreche. Hier kann man nochmal schön sehen, dass die Ölwanne halt vom R32 auch nicht passt. Die, zum Beispiel die R32 T5 Ölwanne ist hier ein bisschen anders geformt. Da haben wir halt auch den Geizhals raushängen lassen, haben wir es einfach umgeschweißt. Und, ja. Ja, aber wenn es funktioniert, ne? Ja, warum nicht? Ist dicht und funktioniert. Könnte man aber theoretisch bei VW noch kaufen? Ja. Gibt's noch, okay. So, jetzt Thema Airride. Muss ich ehrlich sagen, habe ich absolut gar keine Ahnung von. Das ist ja, wenn dann war ja mal zeitlang eher deine Thematik so, ne? Mhm. Mit Airride. Was ist jetzt hier wie wo verbaut? Wir haben hier ein TA drin, also ein relativ günstiges Fahrwerk. Haben das ein bisschen umgebaut, damit es halt zum Beispiel auch unter anderem ein bisschen tiefer geht. Mhm. Mit einer Airlift-Steuerung, in Verbindung mit einer Crew Safe und ja, zwei Lufttanks, zwei Kompressoren, die hängen da. Neben René seinem Kopf, genau. Kompressoren braucht wegen Gewicht der zwei Stück oder damit es schneller geht? Oder? Nee, damit es schneller geht. Schneller geht. Das ist halt, wenn das, sonst läuft es halt relativ lange. Und wir haben uns jetzt für die zwei Kompressoren-Variante entschieden, weil das geht relativ zügig. Und dann und ein paar richtig massive Edelstahlhalter. Ja. Okay. Das heißt, geht der genauso flach wie die beiden, die da draußen stehen? Nicht ganz. Nicht ganz, erst ein bisschen höher. Die haben ein ABP drin, das ist schon was richtig Hochwertiges. Und das hat halt relativ viel mehr Spielraum drin. Ne? Was heißt das? Also der Balk ist ein bisschen länger und die Stoßdämpfer ein bisschen anders, dass du halt sie noch mehr ablegen kannst. Okay. Verstehe. Ich bin gespannt, wie es fährt. Also habe ich mich, da war ich auch sehr gespannt, war sehr positiv überrascht. Ich überlege gerade, ob ich schon mal überhaupt jemals so ein Auto mit so einem nachträglichen Luftfahrwerk gefahren bin. Morgen, sind wir schon zusammen eingefahren? Ich wüsste nicht, ne? Highlight. Okay. Ja, Downpipe-mäßig geht das ja sogar noch vom Platz her. Ne? Ja. Also klar, ist jetzt nicht viel Platz, aber ist jetzt auch nicht so gar kein Platz. Ne? Ist eigentlich ganz okay gewesen. Das ist alles 89, ne? Genau. Mhm. Okay, krass. Fette Bremse? Genau, Bremse haben wir einen SQ7-Sattel mit einer ML500-Scheibe. Wie seid ihr auf die Paarung so gekommen? Wie kommt man auf SQ7 mit ML500? Auch über einen Kumpel. Der hat das schon mal gebaut und sagt so, Mensch, nimm mal das und das. Ja. Okay, sieht doch gut aus. Ja. Das heißt, das ist dann irgendwie ML500, ich würde sagen, das ist jetzt, was ist das so, 360er? 375er. Mhm. Das sieht nach Sprit aus hier. Genau, das ist der Catch-Tank. Das heißt, das ist original? Genau, Originaltank mit der Innentankpumpe. Hier der Catch-Tank mit der Zusatzpumpe. Und das hat eigentlich auch wunderbar hingehauen. Das heißt, die eine Pumpe schafft tatsächlich die 700 PS. Ja. Cool. Ja, am Unterboden ist halt so ein Bus krass, da ist halt eigentlich Platz ohne Ende. Ja. Weißt du, bei jedem anderen Auto könntest du niemals das und das und das hier hinklatschen. Die kann man sich mächtig austoben. So, dann dezenten Auspuff mit Klappe. Jo. Kardanwelle, logischerweise alles original, weil es gab den 4Motion, die 4Motion-Pritsche. Genau. Gab's schon. Genau. Und jetzt musst du mal diesen Leiter. Das ist der besagte Leiter ran, wie die Pritsche normalerweise. Genau. Also wir haben hier hört das Auto quasi auf eigentlich. Und dieses Profil geht bis nach hinten durch. Da ist halt über ein paar Bleche hier auch die Achspunkte fest. Und unser Boden fängt halt hier an den Profilen an. Zack. Krass. Ja. Und dann haben wir quasi, hier kann man das schön sehen. Guck mal, hier haben wir Profile eingeschweißt, Bleche abgesickt, für ein bisschen stubby. Und dann oben drauf liegt dann die Carbonplatte. Von Artium noch eine schöne Carbonplatte. Der hat bestimmt auch, ist gefeiert in der Größe, ne? Ja, geht. Ich weiß, der hat irgendwann mal so eine riesen Küchenplatte gemacht. Ja. Wobei es war nicht als Küchenplatte, es war als Lampe unter der Decke gedacht. Hat er auch geflucht, weil das auch die Größe ist, das gar nicht so einfach, auch die Sichtcarbon richtig schön mit einem schönen Faserverlauf und so hinzukriegen. Ne? Ja, er ist auch sehr anspruchsvoll, was das angeht. Okay, und der Rahmen ging aber original auch schon so hoch. Also der Leiterrahmen hat original wirklich diese 20 cm Höhe da, ne? Ja, ganz genau. Eigentlich witzig, ne? Das heißt, das ganze Auto hängt wirklich eigentlich an den beiden Trägern. An den beiden Profilen. Und das fährt aber auch mit der Leistung und so weiter alles safe, alles gut. Ja. Okay. Ja, und dann hier hinten hängt tatsächlich das 4Motion Lift drin. Genau. Ja, hier sieht man auch mal gut das Luftfahrwerk. Genau. Eigentlich echt der absolute Wahnsinn, wie viel Zeit, Arbeit, Fleiß etc. in dieses Auto gegangen ist. Ne? Dafür, dass man dann ja am Ende ein Auto baut, was
was halt so alles eigentlich irgendwo bedient und kann, so ungefähr, ne? So war der Plan. So, also da muss man schon echt... Was hast du mit dem Auto vor? Wirklich so einfach ganz normal genießen. Genießen, genau. Ist, ne? Mal auf den Sonntag mal losfahren mit Family und dann mal ein Eis holen. Und. Wobei, am Innenraum waren wir ja noch gar nicht. Das kommt vielleicht auch noch, ne? Krass. Und man muss schon sagen, das ist schon eine enorme Teamleistung auch gewesen. Da haben alle, wirklich alle Freunde mitgezogen. So der Inner Circle natürlich am meisten, aber... Ja, ich finde die Kürze der Zeit definitiv auch krass. Weil 2 Jahre ist ja für so ein Projekt wirklich nicht. Da würden ja andere schon 2 Jahre nur Karosseriebau in Anführungsstrichen brauchen, ne? Und dann noch lackieren und jenes. Da sehe ich immer habe ich so die Gefahr gesehen, dass man immer die Lust verliert. Ja, klar. Wenn man durchzieht und immer so die Erfolgserlebnisse hat, dann ist es halt alles ein bisschen cooler. Aber finde ich krass, dass ihr ja wirklich komplett auf das durchgezogen habt mit den abgesickten Blechen und so, ne? Genau, gesickt. Die ganzen einzelnen Bleche, das sind alles gebogene Bleche, einfach nur reingepunktet. Mhm. Ja. Das hier ist die Konstruktion für die Anhängerkupplung. Ja, weil ich wollte halt gerne Anhängerkupplung haben, dass wir irgendwann nochmal, wollen ja auch nochmal einen Rennwagen bauen, dass wir auch ein vernünftiges Zugfahrzeug haben. Das heißt, das ist jetzt aber eine Anhängerkupplung von der Pritsche ein, die abgeändert wurde für so ein Multivan-Hack, sag ich jetzt mal, oder ist das komplett Eigenbau? Da ging es ja ums Thema Zulassung und sowas, ne? Soll ja auch alles ein bisschen vernünftig sein. Und da haben wir jetzt einfach quasi eine Multivan-Anhängerkupplung gepaart, also über eine Schraubverbindung mit genormten Schrauben, wie das halt gehört. Mit einer Doka-Anhängerkupplung, weil das alles ein bisschen verschieden ist. Aha. Das Thema hatten wir ja vorhin schon mal. Hier ist der Rahmen höher. Ja, klar. Hier ist er halt tiefer. Mhm. Ja. Verstehe. Okay. Mhm. Boah, bin echt gespannt. Das war auch nochmal wirklich ein. Also, das war nochmal eine ganz schöne Baustelle. Ja, krass. Ich würde vorschlagen, den ganzen Innenraum, das zeigen wir euch gleich unterwegs. Das sind 3 Sitzer, ne? Mhm. 3 Sitzer. Das heißt, René kann mitfahren. Das machen wir unterwegs irgendwo, weil dann können wir nicht alle 4 Türen aufmachen. Das heißt, eigentlich kommt jetzt der Punkt, wo wir das Fahrzeug eigentlich liegen müssen. Und dann geht's los. Ja. Okay, hol ich mal die Wagen. Lass mal runter. Was schätzt du? Also da haben wir uns vorhin schon drüber unterhalten. Ich schätze 2,3 Tonnen. 2,3? 2,2, Matthias 2,3. So ist richtig. Soll ich dir sagen, was mein T6.1 draußen liegt? Sag mal. 2,5. Ich würde sagen, trotzdem weniger als der T6. Bin gespannt. Also ich hätte tendenziell mehr geschätzt auf jeden Fall, aber bei so einem Riesending kann man sich immer verschätzen. Wir haben ja neulich diesen Viper-Van gefilmt gehabt, als mit V10 drin. Ja. Da dachte der Besitzer auch eher, es geht in Richtung 3 Tonnen. So, ne, waren dann am Ende 2 Tonnen, das war natürlich krass. Aber ich befürchte leider, also ich würde eher mehr sagen. Philipp, wir werden sehen. Gibt's doch gar nicht. Schon wieder hier. Wir hatten das neulich in einem Video, das ist allerdings noch nicht online, auch so eine Punktlandung. 2351 Kilo. Philipp, das wird deine teure Rechnung heute. Ihr habt doch schon mal gewogen irgendwo, oder? Nee. Echt noch gar nicht? Nee. Willkommen, oder? Nee. Okay. Hätte ich persönlich hätte, also klar, 2,3 Tonnen sind 2,3 Tonnen, ne? Aber dann sieht man doch mal, was bei diesen Multivans dann doch so alles, was an Ausstattung da so drin ist, am Ende wiegt, ne? Allein die Dreiersitzbank wiegt, glaube ich, ja schon über 200 Kilo. Mhm. Stimmt, das ist natürlich alles raus, ne? Ja. 2.900. Ich weiß gar nicht, man müsste jetzt mal so ein R6 wiegen, aber ich glaube, ein R6 liegt auch in dem Bereich. Je nachdem welcher, ne? Würde ich auch schätzen, ganz locker. Mhm. Ohne Leichtbau zu betreiben. Ja, Leichtbau ist ja noch, das kommt nächstes Jahr. In den nächsten 2. Wenn du jetzt erstmal einmal im Wagen bist und erstmal die Wagen gesehen hast. So. Ja. Nee, 2350, finde ich okay. Kann man machen. Ja. Also fahren wir jetzt ohne. Auf jeden Fall. Jetzt geht's direkt weiter mit den nächsten Highlights. Ja, was soll ich sagen? Selbst hier Innenraum. Also erstmal sieht das alles auch in Anführungsstrichen fast neuwertig aus, ne? Ja, ist teilweise auch. Ist, ne? Ja, mein Auge sieht ja das immer, weil da ist ja schon, das ist ja alles, definitiv alles neu gekommen, ne? Frisch, ja. Armaturenbrett haben wir auch beledern lassen. Mhm. Das alte schon relativ geschunden war. Dann aktuelles Lenkrad, ne? Genau, das ist aus dem 6 Air Polo. Mhm. Hat mir am besten gefallen, weil schlichtes Design und ohne Knöpfe. Ja. Knöpfe waren, ich fand ich irgendwie fehl am Platz so vom Konzept her. Ein paar Recaro CS Sportster. Ein paar ist gut. Ein paar stimmt nicht, stimmt. Hier noch einmal das Scan-Check-Display, ne? Genau. Auch geil. Genau. Das ist jetzt eine Nummer größer, aber schön in der Luftdüse. Ja. So, und jetzt kommt nämlich das da, hast du dir wieder was überlegt. Kann man ja mal machen, ne? René kriegt heute den Chefplatz hinten in der Mitte. Ja. Ja, das war halt gedacht für meinen, ich habe einen kleinen Zweck, der ist 2,5 Jahre und habe ich gedacht, gut, 2 Sitze
Muss ja nicht unbedingt sein. Drei reichen ja auch. Ja, ja. Noch. So, und dann hast du dir überlegt, ein bisschen Anlage muss auch noch rein hier, ne? Ja, dazu muss ich sagen, der hat mich nach ein paar Fotos von Instagram, hat sich Alpine Deutschland und Arc Audio aus den USA gemeldet. Die wollten halt eine Anlage so sponsern. Und haben uns dann drei Handsignier der Endstufen, einen Soundprozessor und sowas, alles über den Kollegen quasi gesponsert. Der hat das dann auch eingebaut. Das heißt, da steckt auch richtig Technik hinter, ne? Ja. Mhm. Aber das ist wirklich schon Shepard, würde ich sagen. Ja, werden wir auf jeden Fall gleich mal testen. Das ist halt so ein Nachteil an den Videos, man kann halt Sound niemals rüberbringen. Genau, bei euch zu Hause rüberbringen, ne? Dann bräuchte ihr die gleiche Anlage logischerweise auch zu Hause. Das heißt aber, hier sind auch Überboxen hinter? Genau, auch alles mit Aluringen verstärkt, gedämmt und so weiter. Aber dann finde ich das Gewicht eigentlich wirklich doch okay. Ja. So, weil das sind ja auch wieder locker 100 Kilo Anlage, garantiert. Würde ich auch sagen. Mit dem ganzen Einbau und so. Krass. Eine Rolle Dämmung wiegt ja, glaube ich, schon 30 Kilo. Ach, gedämmt ist auch noch alles. Ja, ja. Die Türen sind alle gedämmt. Krass. Okay, nee, dann Chapeau, dann leichtes Auto. aber auch geil, mit dem Alcantara. Ja. Cool. Hat auch ein Freund gemacht, der hat auch den Himmel und so, die Säulen alles gesattelt. Mhm. Auch schön abgesteppt hier. Ja. Richtig wohnlich. Ja, ich würde sagen, das Ganze müssen wir jetzt noch einmal auf jeden Fall ein bisschen spüren und mal eine Runde fahren. Und los geht's. Muss ich irgendwas beachten? Nö. Gar nichts. Einfach anmachen. Ja. Fast wie ein Pop-Off hier, Alter. Wie ist das jetzt mit der Luftfahrwerksteuerung? Der fährt jetzt automatisch auf Serie, also Serienhöhe auf Fahrhöhe? Genau. Ich habe jetzt quasi voreingestellt eine Fahrhöhe und auf der Fahrhöhe bleibt er auch die ganze Zeit, also reguliert selbstständig auch nach. Wie ist das ungefähr? Von flach auf hoch, so die Hälfte? Oder? Kannst du individuell einstellen. Wir haben jetzt drei Stufen. Einmal so eine Parkposition, also wenn du jetzt wirklich stehst und irgendwo mal, ja, wenn er mal nach der Optik hingehen soll, da rollt er noch. Für den Lenkradumschlag muss es möglich sein. Dann eine Fahrstufe und eine ganz hohe Stufe, wenn du mal auf den Trailer rauf musst oder sowas. Kupplung ist zwei Scheiben, sind er, also nicht, dass du dich wunderst. Oh. Das kriegen wir hin. Wo man sich auf jeden Fall erstmal garantiert gleich dran gewöhnen muss, ist, dass man halt eigentlich einen Bus mit einem langen Radstand fährt. Ne? Ja. So, ne, was so Wendekreisen so angeht. Aber sonst so würde ich auf den ersten Metern auf jeden Fall schon mal sagen, läuft schön. Ja. Also ab 2,5 kommt dann so der erste R32 Geräusch durch. Ja. Ne? Man merkt auf jeden Fall, nee, hätte ich nicht gedacht. Dankeschön. Ja, das ist auf jeden Fall das erste Mal, dass ich Bus mit Leistung war. Ja. Wir waren mal in einem T6 so mit knapp 400 PS gefahren. Da habe ich gesehen, das Video, ja. Das war schon gar nicht so schlecht, aber das hier ist natürlich, man merkt schon, was halt geil ist. Deswegen reizt mich das auch so beim Bus, sowas mal umzubauen. Hubraum einfach, ne? So, das Ding fährt wirklich aus dem Keller, fährt das Ding einfach gleich los, ne? Ja. Interessant ist auch die Übersetzung, also die. Bei dem originalen 3.2er von Peter ist es zum Beispiel so, der erste Gang, den kannst du eigentlich gar nicht fahren. Du kannst den zweiten losfahren, ohne Gas zu geben, statt Gas. Deswegen fand ich, mit dem Dieselgetriebe war schon die richtige Entscheidung letzten Endes, ja. Wie ist das bei dem Auto jetzt theoretisch so mit ESP und all sowas? Alles original, also alles drin, alles funktioniert. Das funktioniert alles mit der EMU trotzdem? Ja. Krass. Er lenkt sich witzig, lenkt sich ganz anders als mein Bus irgendwie. Also das muss an den breiten Reifen gleich liegen, dass der gleich viel auch anders geht, das Lenkrad wieder zurück und so. Ja. Er möchte schon gern geradeaus, sagen wir so. Ja, also Cruisen ist nicht mehr, ne? Nee. Weil das verlockt natürlich dann sofort, dass man eher immer so bei 4000 so fährt, ne? Stellst du mal, wir würden jeden Tag so mit den Dingen geholt worden. Also ich muss auch wirklich sagen, Respekt an Beat, hat da wirklich abstimmungsmäßig fährt das Ding wirklich richtig gut, ne? Ja. So, also wie der so
Gasgeräusch mehr fahren, ne? Weil ich gebe ja wirklich noch kein Gas. Und der macht das halt immer so, ne? Wie ist das so? Kennen das Auto schon viele? Wenn du mit dem Auto so unterwegs bist hier so? Ja, schwer zu sagen. Uns, dadurch, dass wir ja gefühlt 60 Stunden in der Halle hängen jeden Tag, sind die sozialen Kontakte die letzten 2 Jahre so ein bisschen eingeschlafen. Bisschen runtergegangen. Aber so auf Treffen und so sind wir halt auch nicht so die Typen. Aber wir wollen das halt noch machen dieses Jahr, falls noch was stattfindet, wollen wir halt auch mal ein paar Meile-Veranstaltungen fahren und auch mal halbe Meile runter fahren. Echt? Ja. Was denkst du, müsste der hier V-Max-mäßig laufen? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er 250 fährt. Alles, was drüber ist, wäre schon doll. Ja, ich weiß es nicht. Also 250 würde ich sagen mit Sicherheit. Alles, was nachher schneller ist, das wäre spekulativ, weiß ich nicht. Also 2000 Umdrehungen, 110. Das heißt, das Getriebe ist auf jeden Fall mehr als lang genug, ne? Allerdings. Geil. Aber ich bin auch positiv überrascht von dem vom Fahrwerk. Ja. Muss ich wirklich sagen. Ja, PKW ist was anderes, aber für den Bus ist es okay. Ja. Kriegt 2,5 Tonnen. Wie ist das mit Stabis bei dem Ding? Serie oder nee. Ist von H&R irgendwie? Stabi ist vorne einer von H&R drin. Hinten original. Und ein bisschen längere Koppelsteine haben wir genommen. Opel Insignia. Aufschlagen und haben. Das hört sich so geil an. Den könnten wir rein theoretisch auch noch anhacken hier. Stimmt, der können wir noch ein Boot hinterhängen. Ne? Ja, so Klang ist wirklich ganz anders als man so, weil es dröhnt hier drin ja auch wirklich fast gar nicht. Wahrscheinlich auch wegen der Dämmung, ne? Alles noch hier Kindergarten. Ja. Noch gar kein Gäste geben. Wie fällt er sich so? Ist das so ein Motor, der auf Drehzahl immer weiter will? Ja, ne? Ja. Also Drehzahlbegrenze ist jetzt gesetzt bei 7000. Ist ja auch ein Kerncheck da. Ja, ja, ja. Ja, also irgendwie ist es also schon. Mein Traum wäre wirklich mal damit zum See zu fahren. Ja. Würden auch alle feiern, das Auto da. Ja. Weil es dann so eine Mischung aus Show und Schein und ja. Leistung und so. Das wäre so mein großer Traum. Muss ich Matze darüber reden? Ich glaube, er ist ihm zu schade für so eine lange Reise. Da kannst du Trailer hier hinterhängen einfach. Ja, würde auch gehen, ja. Wobei ich glaube, das Gespann mit Trailer hier, da brauchst du auch einen Tanklaster, ne, oder? Ja, bestimmt. Weil diese R30, die sind ja als Turbo schon immer gut. Ja. Lustig. Also haben wir auch gemerkt, jetzt auf der Autobahn 3-4 Mal durchladen. Tank weg, ne? Ja. Also wirklich aber Volllast dann auch, ne? So, dann können wir ja mal gucken, was hier so ist. Ja, also fährt auf jeden Fall extrem sicher. Ja. Das muss man schon sagen, ne? Das war mir auch wichtig, ne? Weil ja. Soll ja auch im Straßenverkehr kein Teil haben, das Ding. Ist halt definitiv, ich sag jetzt mal vorsichtig, eine Ballerbude. Also es ist halt ein Auto, da willst du einfach nur mit Ballern, ne? Ja. Da willst du runterschalten, Gas geben, volles Programm halt, ne? Aber was will man bei einer 89er Auspuffanlage auch erwarten, ne? Ja. So, das heißt, ich kann jetzt hier den zweiten Gang. Platz ist ja, genau, oder? Um das ein bisschen zu umgehen. Dann aber auch wieder mit R32 Turbo. R32 Turbo mit DSG.
ist dann schon gut an, so, ne? Ne, den Begrenzer aber kurz das Handschuhfach auf. Aber das ist immer so der Punkt, dass mit so einem Projekt hier, das ist ja auch so eine Reise. Ja. Und
verbessern und ein bisschen dran arbeiten auch, ne? Aber ich sag halt auch immer so, die Reise ist halt irgendwie das Ziel so, ne? Hundertprozentig. Wenn das gleich so Zusammenbau fahren und los. Ne? Wir hatten auch schon richtige panische Angst, als das Ding hier so Richtung fertig ging. Mats und ich dann und Peter abends saßen, was ist das nächste? Und dann habe ich ja kurzerhand diesen Einkabiner noch geholt. Da ist nämlich Technik drin, die wir für ein Kundenfahrzeug brauchen. Dann kann man das gleich wieder gut reden, dass wir den ja so günstig gekriegt haben. Jetzt muss er umgebaut werden. Genau. Probefahrt überlebt? Ja, ich ja. Geile Nummer auf jeden Fall. Also fährt echt, muss ich wirklich sagen, fährt echt geil. Killer. Das freut mich. Ich sage auch, in der Stadt nochmal 10-mal geiler als eigentlich auf Autobahn. Also das ist eigentlich so ein typisches Auto. Ich könnte mir vorstellen, das andere Projekt, was er vorhat mit DSG, dass das schon dann richtig, so wenn das dann von der Ampel 2, 3, 4 Gänge durchziehen, das wird schon scheppern, ne? Hoffe ich. So, aber, pass auf, hier gibt es nämlich noch eine andere Sache, die müssen wir euch noch ganz kurz zum Abschluss zeigen. Jo. Weil, das ist ja eigentlich genauso, schon öfter mal drüber nachgedacht. Erzähl mal. Ja, hier haben wir ein 2,5er TFSI aus dem ESQ3 und da haben wir gerade einen Freund, der das gerne umgesetzt haben möchte und da haben wir jetzt angefangen, Motor und Getriebe zu konnektieren, Halter zu fertigen und so weiter und das ist gerade so das aktuelle Projekt, wo es Stall geht. Das heißt, hier gibt es nicht nur R30 Turbo, sondern auch 5-Zylinder Turbo im Bus, ne? Jo. Tendenziell aufwendiger? Ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Aber das ist gar kein Vergleich. Ist zwar schon Turbomotor, das heißt, die Baustelle hast du schon mal nicht, aber die ganze Peripherie ist schon sehr aufwendig, würde ich meinen. Das heißt, auch hier bleibt wieder das Originalgetriebe drin? Genau. Hm? Und dementsprechend aber, weil es halt original nicht drin war, Halter bauen und alles, bis er dann drin sitzt. Genau. Ja, krass. Wann soll er ungefähr fahren? Wie lange dauert es noch? Dieses Jahr auf jeden Fall noch. Sportlich. Ja, ich würde sagen, Krischi, danke, dass ich das Ding fahren durfte, vorstellen durfte. Ja. Kann ich nur noch mal sagen, mega cool, habt ihr wirklich top gemacht. Vielen Dank. Auch noch mal ans ganze Team, mega Auto. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns allerspätestens, wenn das Event stattfindet beim 10K Cash Day. Und dann wird noch mal ein bisschen geballert. Sehr gern. Vielen Dank, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.